Ich hatte keine Wahl. Es ist ein Geburtsrecht. Du bist ein Assassine, sagten sie. Was sollte das nur heißen? Tja, in die Kaste der Kassassinen, der Assassinen hineingeboren. Seit meiner Kindheit hörten sie nie auf, das zu sagen. Du bist ein Assassine. Du bist ein Assassine. Und das ist unser Credo. Nichts ist wahr. Was sollte das heißen? Eine Welt ohne Sinn? Das Credo der Assassinen. Alles ist erlaubt. Ja. Alles ist erlaubt? Sie suchen nach uns. Und sie werden nicht aufhören, bis jeder einzelne von uns tot ist. Ja, eine Zeit lang habe ich geglaubt, aber ich habe nie verstanden. Das ist das Problem, wenn man in was hineingeboren wird. Glauben, ohne zu verstehen. Alle waren so ernst und ängstlich. All das Gerede von Assassinen und Templern, dem Ende der Welt. Komm wieder runter, du. Ende der Welt ist nicht so gut, also. Interessant ist ja, dass die gesamte Geschichte des Spiels, also Assassin's Creed 1, fängt geschichtlich gesehen nächsten Monat an. Momentan ist gerade der August 2012 und die Geschichte fängt im September 2012 an. Ich weiß aber leider nicht, welches Datum jetzt gerade bei Revelations ist, aber die gesamte Geschichte des Spiels spielt halt in diesem Zeitraum, der bald bei uns in der realen Zeit beginnt. Lebe nach dem Credo, Desmond. Decke deine Kraft. Jetzt können wir hier Klötzchen erzeugen. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte zu glauben, ab wann es mir egal war. Und wenn wir die schwarzen Steine berühren, sind unsere Klötzchen weg. Dann fallen wir runter und das ist nicht so gut. Lächerlich. Wenn ich das Wort Templer hörte, musste ich lachen. Und Assassinen, vergesst es. Eindeutig schlecht erzogen, der Junge. Huch, was ist denn jetzt passiert? Na toll. Bin ich wohl doch aus Versehen rangekommen. Oh. Mensch. Okay, das sollte ich mal etwas konzentrierter angehen. Ich sehe aber auch gerade jetzt erst, dass da ein Bild ist. Das Bild habe ich mir noch gar nicht so genau angeguckt. Eine Hand, okay. Na, da hinten ist der vermeintliche Ausgang. Eieiei, fast wäre ich dran gesprungen. Ein uralter Krieg, sagten sie. Ein endloser Kampf. Doch mir war es egal. Wer hätte gedacht, dass man ein Kind mit Kriegsgeschichten langweilen kann? Na, wenn man nichts erklärt. Was? Welcher Block soll ich entfernen? Ich schätze, ich war einsam. Allein unter Menschen.
Ich hätte es ihnen sagen sollen. Vielleicht hätten sie zugehört. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich mich nur entschuldigen könnte. Gut. Diese Erinnerung haben wir durch. Also haben wir herausgefunden, dass Desmond als kleiner Junge anscheinend ja ziemlich gelangweilt war von der ganzen Geschichte von den Assassinen und den Templern und das nicht alles wirklich ernst genommen hat. Ist ja auch verständlich, wenn man in was hineingeboren wird und man einem wird nicht erklärt, warum. Da sind die aber auch selbst schuld. Hätten sie doch mal erklären können, aber nee. Dann musste er halt in alles reingerissen werden. Oh, jetzt wird der Animus wieder geladen. Mit Windows 95. Juhu, das ging ja schnell. War wohl schon 98. Yeah. Fair. Standen Sie sich nah? Desmond und Wilson? Das haben wir schon gehört. Ich meine, näher als Freunde? Ja, bla bla. Das haben wir schon gehört. Okay, das war's mit der DNA-Sequenz Nummer 3. Sie mochte ihn, Bill. Ich würde sagen, wir gucken uns noch den Anfang an. Das haben wir nämlich auch am Ende der DNA-Sequenz 1 gemacht. Dann wissen wir nämlich gleich, womit es losgeht beim nächsten Mal. Claudia. Konstantinopel. Die Türken nennen es Istanbul. Hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazim, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nikolopoulos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masyaf-Schlüssel heranbringen. Sequenz Nummer 3, verloren und gefunden. Ach, der Abendkraut. Oder der Morgen, wer weiß. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Jop. Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Also, als nächstes müssen wir uns dann darum kümmern, ein paar neue Rekruten zu finden. Und wieder eine schöne Assassinen-Gilde aufzubauen. Mehr davon sieht ihr dann im nächsten Teil und mehr davon hört ihr auch im nächsten Teil. Also, Templer-Kenntnisstand. Durch illegale Aktionen werden sich die Templer der Aktivitäten der Assassinen bewusst. Aha, den habe ich gerade zur Hälfte voll. Ja gut. Also wie gesagt, mehr gibt es dann im nächsten Teil. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dann.